Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Daily Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Saug und wir legen auch gleich los. Und zwar, ich habe heute ein Vorstellungsgespräch für einen Nebenjob. Ich muss zugeben, ich hatte schon ewig kein Vorstellungsgespräch mehr. Und dieser Vorstellungsgespräch beinhaltet noch ein bisschen mehr als wie nur durch die Gegend fahren, sondern wirklich ein bisschen mehr. Und da bin ich gespannt, wie es ausgehen wird. Also ich werde mit dieser netten Dame was verhandeln und schauen, ob das funktioniert, ob sie Ja sagt oder Nein sagt. Und ja, das ist aber noch eine Überraschung. Also je nachdem, wie sie sich entscheidet, werde ich euch darüber informieren, was genau ich vorhatte oder was euch erwarten wird vielleicht demnächst. Und ja, genau. Ich bin zugegebenermaßen etwas nervös. Ich hatte schon, wie gesagt, ewig schon kein Vorstellungsgespräch mehr. Also ich bin jetzt nicht total nervös, weil es eigentlich nicht so, ich nicht mit so einer Einstellung dran gehe wie friss oder stirb, sondern eigentlich so, ja, ich gehe da hin und hoffe natürlich, dass es klappt, so wie ich mir das vorstelle. Und wenn nicht, dann ja, gehe ich halt wieder nach Hause und alles läuft so wie gewohnt. Wenn es aber doch klappt, dann freue ich mich natürlich sehr, weil das natürlich ziemlich cool werden wird, aber das erfahrt ihr dann noch. Und ja, dann, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich nervös bin. Ich bin nervös auf die Sache, ob es funktionieren wird oder nicht, ob sie Ja sagt oder Nein. Und so wie es jetzt schon mal klang am Telefon, hatte ich das Gefühl, dass sie nicht abgeneigt sind und dass es wahrscheinlich klappen wird, aber ich weiß es halt nicht. Und das macht mich ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich fahre jetzt nach München rein. 14 Uhr habe ich meinen Termin bei der netten Dame und ja, und dann lasse ich das ganz gemütlich und chillig angehen. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn sie Nein sagt, und wenn das nichts wird, dann ist es halt einfach so, aber ich würde mich natürlich mega riesig freuen, auch für euch. Und ja, schauen wir einfach mal, was uns erwartet, ob das klappt oder nicht. Und ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir fahren los. Let's go! So, wir sind da. Gut, dass ich ein bisschen früher gegangen bin, denn wir haben irgendwie jetzt 13:45, also noch 15 Minuten, ein Stück müssen wir auch noch gehen. Obwohl das Navi 30 Minuten angesagt hat und wir ja zu 13 Uhr losgefahren sind. Fast sogar schon vor 13 Uhr. Also, das hat echt Zeit gekostet, war ein bisschen viel Verkehr. Und wir werden jetzt reingehen. So, meine lieben Freunde, war ein langes Gespräch, aber ein gutes Gespräch. Und ich glaube, das sieht gut aus. Also, nehmen tun sie mich wohl so oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, weil sie das endlich schaffen wollen, dass sie da jemanden haben, der das dann machen wird. Aber erzähle ich euch dann später noch. Und mein Vorschlag, was ich an denen gerichtet habe, das sieht auch gut aus, mit der ich jetzt gesprochen habe, die leitet das an ihrem Chef weiter. Und ja, schauen wir mal, was er sagen wird. Und sie wird mir dann so die kommenden Tage Bescheid sagen, wie sie meinen Vorschlag ja, auffassen und ob sie das so machen wollen oder ob sie dann doch einen anderen Weg gehen werden oder wollen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt gerade in der Nähe bei Xialin. Ich hole sie jetzt gerade von der Arbeit ab und es ist 15 Uhr und wir fahren jetzt gleich nach Hause und dann chillen. Und zwar zocken wahrscheinlich. Ja, ich bin fertig, so ein bisschen. Ich bin ja heute nach Kolbermoor gefahren. Erst morgens habe ich Xelin in die Arbeit gefahren. Dann bin ich nach Kolbermoor gefahren. Nee, dann bin ich erstmal nach Hause gefahren, genau. Dann bin ich nach Kolbermoor gefahren. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Dann bin ich nach München reingefahren. Und jetzt bin ich, ja, hierher gefahren, wieder zu Xelin. Also, ich habe heute viele Kilometer zurückgelegt und viel Kopfarbeit gehabt. Und ich freue mich schon, wenn der Tag vorbeigeht. So ein bisschen. Und ich habe Hunger. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Habe ich schon was gegessen? Warte mal. Außer ein Kaugummi habe ich nichts gegessen. Und das kann man nicht wirklich Essen nennen. Ja. Okay. So. Dann warten wir jetzt auf Xelin und dann geht's nach Hause. So. Wieder zu Hause, liebe Freunde. Vorstellungsgespräch war mega nice. War echt cool. Die Dame, das Mädchen, die Frau, whatever, war sehr nett. War echt cool. Super cooles Gespräch. War auch ziemlich persönlich, muss ich sagen. Also sprich, wir haben auch einfach mal so gelabert. Sie hat mal gefragt, was ich so mache auf YouTube, beziehungsweise was ich so treibe. Habe ich halt gesagt, ja, Vlogs und halt so Gaming und so Sachen. Das war eigentlich ganz nice. Dann habe ich sie auch gefragt, was sie so macht.
also wofür sie genau zuständig ist, dort wo sie arbeitet und so. Und ja, das war eigentlich ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ist halt einfach viel schöner, wenn man sich irgendwo bewirbt, wenn man aber keine wirklichen Anspruch drauf hat, ja, also Anspruch, falsches Wort, wenn man nicht drauf angewiesen ist, genau, das ist das richtige Wort, weil ich brauche das jetzt eigentlich nicht, sondern ich mache das wirklich tatsächlich, weil ich erstens mehr Geld gebrauchen kann, also weil es gut ist, wenn man mehr Geld hat, und zweitens, weil sich daraus vielleicht eine Perspektive entwickelt, die für den Kanal auch was bringen kann, aber dazu dann später mehr. Und deswegen ist das so, ja, es ist schön, wenn es klappt, ja, aber es ist einfach so, wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm, ja. Und das ist halt einfach da geht man ganz anders da an diese Sache heran, als wie wenn man sich ganz normal bewirbt und hofft, bitte nimm mich, bitte nimm mich, bitte nimm mich. Deswegen, das wird sehr, sehr interessant, wenn es klappt. Und ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappen wird. Und sie hat auf jeden Fall gesagt, dass ihr da mein Vorschlag sehr gut gefällt und dass sie das gerne so machen würde, aber sie muss leider den Chef fragen. Und das müssen wir jetzt abwarten. Sie meldet sich jetzt dann nächste Woche, beziehungsweise die kommenden Tage. Und dann geht es vielleicht schon April dann los. Und ich freue mich schon drauf. Und ja, genau. Egal wie es ausgehen wird, ob sie zusagen wird oder nicht. Ich werde euch daran dann teilhaben lassen und euch das dann erzählen, wie genau es ablaufen wird und was euch erwartet hättet oder was euch erwarten wird. Und ja, genau. Schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt und dann sehen wir mal. Ja, somit beende ich dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da lassen noch. Morgen müssen wir mal gucken, was wir morgen machen. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber finden wir schon was. Und ja, genau. Und bis morgen. Tschüssi. Ah.